Hallo meine Lieben zum neuen Video. Vorweg eine kleine Geschichte. Ein Asiate und ein Mexikaner haben sich getroffen und haben sich gestritten, ob sie mexikanisch oder asiatisches Essen machen. Dann bin ich dazu gekommen und habe gesagt, hey, seid ihr blöd, mach mal Frühlingsrollen mit einer mexikanischen Füllung. Und genau das machen wir heute. Dazu gibt es einen leckeren Dip. Ja, Guacamole. Genau. Da haben wir ja schon Videos dazu. Das macht die Manu nebenbei. Deswegen, die Füllung mache ich auch. Ja, das Video war eigentlich für gestern geplant. Da ist uns was dazwischen gekommen. Aber ich habe gestern schon die Teigplatten gemacht. Richtig. Und das blende ich euch jetzt ein, während wir drüben dann für die Füllung alles herrichten. Experiment. Teigplatten einen Tag vorher vorbereiten, haben wir in dem Prinzip auch. Jo, ich hoffe, dass es noch was wird. Gehen wir rüber in die kleine, aber feine Küche. Tja Leute, ich habe ja im letzten Video gesagt, ich werde die nächsten Frühlingsröllchen selber mit Teig machen. Ich werde es ausprobieren und dazu habe ich mal einiges an Videomaterial reingezogen. Und bin dann an einer Variante hängen geblieben, die hat mir sehr gut gefallen. Und ja, aber die wandle ich jetzt auch noch ein klitzeklein bisschen ab, eben Wechsel-Mexiko-Style. Die meisten haben bloß ein Mehl-Wasser-Gemisch verwendet. Und mein Teig hier wird jetzt ein bisschen aufwendiger nach unten. Der Teig besteht normalerweise Mehl, nehmen wir, Speisestärke, nehmen wir. Und normal wird es mit Reismehl gemacht. Nehmen wir in dem Falle jetzt nicht. Den tausche ich aus gegen Maismehl. Ei, Wasser, ein halber Teelöffel Salz, den habe ich jetzt hier schon drin. Und das ist schon alles, was wir für den Teig brauchen. Und noch was hier zum Verknödeln. Und 600 Milliliter Wasser. Und ja, ich bin selber gespannt, ob das funktioniert. Die erste Variante ist mit so einem Silikonpinsel, dass man hier den Teig so dünn reinstreicht. Wobei ich jetzt schon das Gefühl habe, dass mir diese Variante nicht so gut gefällt. Aber ich probiere jetzt am Anfang gleich einmal beide Möglichkeiten aus, die wir haben. Das ist wieder so ein Learning by Doing. Aber wie war das bei Pfannkuchen? Das erste ist immer Opferware. Weg damit. Verdammte Axt. Tja, dann probieren wir die zweite Variante aus. Mit einer Kelle nehmen wir uns unsere halbwegs gewünschte Teigmenge. Muss man auch erst ausprobieren. Pfanne hochheben, reinkippen. Und verlaufen lassen. Tja Leute. Von gut bis furchtbare Katastrophe war hier jetzt alles dabei. Ich hoffe, das passt soweit. Die sind eigentlich relativ schon ziemlich dick geworden. Hätte ich lieber ein bisschen dünner gehabt, aber vielleicht lag das ja jetzt an dem Maismehl, an meinem Experiment. Naja, verschiedene auf alle Fälle mal ausprobieren, Teigarten, Teigsorten etc. pp. Das nächste Mal mache ich es wirklich mit Reismehl. Tja, und dann warten wir mal ab, wie es jetzt dann weitergeht. Leute, und so habe ich sie eben schön eingepackt, die Teigplatten. Ihr habt es ja gesehen, was für ein Drama das war. Ich werde dann die andere Variante von den Teigplatten definitiv auch noch ausprobieren, eben mit dem Reismehl und dann vielleicht irgendwann mal bloß Mehl, Salz, Wasser.
Die ganz einfache Variante werden wir alles noch ausprobieren. Ja, also das wäre der Teig, den kann ich mal auf die Seite stellen. Und dann zu der Füllung habe ich gestern ein frisches Chili con Carne Gewürz angesetzt. Das Rezept dazu poste ich oder schreibe ich unten in die Kommentare rein. Das habe ich schon vor Jahren einmal ausgetestet und ja, einfach wieder ein neues Glas gemacht. Das alte Glas sauber ausgespült. Also das ist dasselbe Glas wie vor was weiß ich wie vielen Jahren, aber vorher ausgespült worden und komplett frisch gemacht. So, hier ist die kleine Übersicht. Wir bräuchten für die Füllung für die Frühlingsrollen mexikanisch eine Paprika, zwei Zwiebeln, Karotten, eine Dose Kidneybohnen und eine Dose Mais. Und für die Avocado-Dip zwei Avocados. Zwei Tomaten und noch was. Ein Creme Fraiche mit Gartenkräutern. Ja, und wenn ich damit fertig bin mit dem Schnippeln, zeige ich euch dann am Herd, wie es angebrutzelt wird und gewürzt wird. Das seht ihr dann gleich. Fleisch. Ach, Fleisch noch. Stimmt, da ja. Da kommt, glaube ich, eine Hähnchenbrust rein, haben wir gesagt. Da machen wir zwei Hähnchenbrüste rein. Und die wird dann klein geschnitten. Ja, also ungefähr so wie im letzten Video. Wie beim letzten Video. Genau. Dann beschleunigen wir das Ganze jetzt für das Video, weil ich habe schon ewig mit den Teigplatten gebraucht. Du schnippelst alles und zeigst es dann wieder, oder? Am Herd. Ja, genau. Wie ich gesagt habe, ja. Richtig. Ach, hast du schon gesagt? Am Herd, ja. Sehen wir uns dann wieder. Ich halte schon meine Klappe. So, hier ist die kleine Übersicht. Hähnchenfleisch, Paprika, Zwiebeln, klein geschnippelte Karotten. Jetzt werden wir das Hühnchenfleisch ein bisschen würzen schon mal. Mit dem mexikanischen Gewürz. Zwei Stück, zwei Teelöffel. Sollte reichen. Ja. Vielleicht. Jetzt wird das Hähnchenfleisch schön ja, das wird reichen. Bisschen würzen, schadet ja nie. Es riecht ich ein bisschen her. Ja. So. Bisschen gewürzt. Jetzt gehen wir an den Herd und brutzeln schon mal das Gemüse an. So, jetzt geben wir erstmal das Hähnchenfleisch in die Pfanne. Und schön anbrutzeln, anbraten. Danach geht es weiter mit dem Anbraten. Ich weiß, warum ich das grundsätzlich so. Grundsätzlich so. Ja, das stimmt. Jetzt wird das Hähnchenfleisch schon angebrutzelt, angebraten, habe ich auch schon gesagt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es fertig ist, das Hähnchen. Das Hähnchenfleisch ist jetzt ein bisschen angebraten. Jetzt gebe ich das die Karotten dazu. Oder die Möhren. Das wird jetzt schön angebraten alles. Die Karotten wieder schön weich sind. So. Jetzt gebe ich die Paprika dazu. Die Zwiebeln. Und jetzt auch mit dazu. Oh, das wird ganz schön voll werden wieder. So, wird jetzt schön angebraten ein bisschen. Und dann kommen die Kidneybohnen und den Mais dazu. Und das habe ich noch in der Tiefkühltruhe gefunden. Ein bisschen Erbsen.
Die kommen dann aber auch ganz zum Schluss rein. Jetzt mache ich den Mais dazu. Mit ein bisschen Flüssigkeit. Und die abgetropften roten Bohnen. Würzen werden wir es mit dem mexikanischen Gewürz Chili con Carne. Erstmal 3 Esslöffel. Teelöffel. 3 Teelöffel. Ein bisschen würzen mit 4. 5 Teelöffel. Und ich Butterchen im Hintergrund. Lecker. Kurz ein bisschen probieren, ja. Muss ja sein. Also ich stelle die probierende Schale schon mal wieder hin. Ui, das kannst du essen. Ob das Gewürz jetzt gut ist? Mhm. Sehr schön. Passt. Sehr schön. Und natürlich habe ich was vergessen, die Erbsen. Die müssen aber nicht zu lange. Ja, Freunde, und im Anschluss kommt das Ganze dann in eine Schüssel, wo es ein bisschen runterkühlen darf. Genau. Und insbesondere der Herd abkühlen, nicht, dass uns die Fritte nachher da drauf schmilzt. Spatzl? Ja, mein Schatz. Ich würde sagen, die Guacamole hat sich erledigt dazu. Ja, denke ich mir auch. Ja. Aber das kann man doch nicht essen mehr. Nee. Innen drin ist schön, aber außen rum. Ja, Leute. Und die andere genauso. Gestern gekauft die Avocado. Avocados, naja, gut, dann werden wir halt ein Salat dazu machen. Das ist eine Idee. Haben noch ein bisschen Salat da, da schnippel ich dann noch die Tomaten rein und dann haben wir einen Salat dabei. Genau, dann gibt es halt keine Guacamole, Pech gehabt. Ja. Salat? Nein. Und die Soße für den Salat habe ich auch schon fertig. Und ein mexikanisches Salzadip haben wir auch noch gefunden. Und zusätzlich haue ich mir noch ein bisschen Creme Fraiche so auf den Teller. Der Tag ist gerettet. So ein bisschen Jura. Ja. Aber ich glaube, wir müssen erstmal probieren. Chili. Ja, das wird könnte ein bisschen würzig werden. Wird schon gehen, wird schon gehen. Richtig. Gut. Ja, der Herd kühlt langsam ab. Dann können wir jetzt dann langsam die Fritte holen. Und das zeige ich euch jetzt, was ich das letzte Mal mit den Einfüllen gemeint habe. So, meine Lieben, da haben wir die Fritte. Und ihr seht, das Ding ist wieder richtig schön sauber. Auch innen. Dadurch, dass man ja alles dann rausnehmen konnte, wunderbar ausgespült. Da hinten habe ich noch ein paar feuchte Tröpfchen drin. Das kann natürlich vorkommen. Und ein Brösel. Oh, sowas haben wir auch. So, jetzt aber. Dann den Hebel nach links schieben, dass ich die Box rausnehmen kann.
Dann legen wir die Box hier auf. Schrauben hier auf. Und dann, wie gesagt, mit festhalten. Ansonsten könnt ihr den Deckel aufklappen von dem Druck, was da innen herrscht, durch das Öl. Und dann können wir das Öl einfach wieder hier reingießen. So einfach geht es. Aber wie gesagt, den Deckel unbedingt mit festhalten. Tja, wo habe ich jetzt mein Zeber hin? So, dann kann man hier, wenn was daneben ist, noch schnell einmal abwischen. Hier schrauben wir wieder zu. Dann kann man die Box unten wieder reinschieben. Den Hebel wieder in die Mitte. Und somit ist sie dann schon fertig zum Einschalten und zum Frittieren. Aber ich muss noch ein bisschen Öl nachkippen. Aber das mache ich jetzt out of video. Sehen wir uns drüben beim Frühlingsrollen. Rollen. Ja. Ja. Dann wären wir soweit. Oh Gott, wer packt das immer ein? Ah, Schere, Schere, Schere. Ja, und jetzt probieren wir das einfach mal mit diesen Teigdingern aus. Ihr habt es ja gesehen, wie ich die gemacht habe. Beim nächsten Mal mache ich sie dann mit dem Reismehl. Und die Dinger sind auch etwas sehr dick, muss ich zugeben. Vielleicht ist es doch besser, das Zeug zu pinseln. Man muss es ausprobieren. So. Kommt hier die Füllung drauf. Dann hoffe ich jetzt nicht, dass hier irgendwas einreißt. Dann wäre das Ganze ziemlich fatal. Tja. Und mit der Teigmischung ist das schon mal Mist. Ich würde sagen, die Dinger sind zu dick. Zu dick? Mhm. Probier es nochmal. Oder man hätte es wirklich gleich verwenden müssen. Nee, die brechen. Die brechen. Scheiße. Ich mach neue. Ja, dieses Mal nehme ich jetzt auch das Reismehl. Mein Gott, dann ist es jetzt so. ich denke mal, die Teigplatten waren zu dick. Und ja, sind deswegen gerissen und ja, man hätte es vielleicht gestern doch verwenden sollen. 100 Gramm Speisestärke. Oh, warum staubt das Zeug immer so? Einen halben Teelöffel und ein Salz und 600. Einen halben Teelöffel Salz, ein Ei, 600 Milliliter Wasser und dann wieder aufrühren und dann geht es auch schon wieder am Herd. So Leute, dasselbe Drama von vorne. Pfanne heizt vor. Wie gesagt, dieses Mal bloß mit dem Maismehl.
Ich glaube, ich habe auch die Backerei von den Dingern mal am Anfang jetzt eingekürzt, weil es ja eh nichts geworden ist. Jetzt probieren wir es mit dem Originalrezept von dem Teig. Dann werden wir schon sehen. Und dieses Mal verwende ich auch nur den Pinsel, damit die Dinger nicht so dick werden. Hauchdünn probieren jetzt erst einmal. Der Scheiß lässt sich gar nicht ablösen. Oder ist das wieder das erste Opfer? Oder ist meine Pfanne mittlerweile kaputt? Also so soll es mit Sicherheit nicht aussehen. Dann die erste doch mit dem Tropfen Öl. Dankeschön. Oder war die Pfanne noch nicht heiß genug? Ich habe keine Ahnung. Lass da liegen noch. Ja. Ja, nächster Versuch. Oh, leg mich am Ärmel, hey. Wieso klebt die Scheiße so an? Man legt mich doch am Ärmel, hey. So, nächster Versuch. Aufgeben ist keine Option. Aha, schon besser. Was jetzt anders ist, keine Ahnung. Vielleicht das Öl, was ich dann noch mit neischmier. Vielleicht, weil die Pfanne etwas wärmer mittlerweile ist. Ich weiß es nicht.
So, und wenn die, der jetzt auch klappt, soweit, mache ich die Cam aus und in Ruhe die, die anderen, den Rest, soweit fertig. Ja, ich brech zusammen. Gut, Cam aus, in Ruhe fertig machen. Leute, jetzt flutscht einer nach dem anderen, auch ohne Öl reintun. Ich vermute wirklich, die Pfanne war nicht warm genug. Wenn jemand eine andere Idee hat oder ähnliches, der kann bitte gerne in die Kommentare schreiben. Aber eins kann ich sagen, es ist eine scheiß Arbeit. Vorführeffekt wieder. Einmal ganz kurz von der anderen Seite noch. Flutsch, flutsch, flutsch. So Leute, auf ein neues. Der oberste war der letzte, der war etwas dicker. Jetzt gucken wir mal. Oh Gott. Was Horni bloß verbrochen. Ja, der lässt sich super falten. Da rein hier. Definitiv nicht so einfach wie mit dem Reispapier, Leute. Boah. Die flippt gleich aus. So. Bisschen Speisestärke, Wasserpumpe hier. Und dann hoffe ich, dass das Ding zu bleibt. Ich habe keinen Plan bis jetzt. So. Also die werden jetzt definitiv wieder in allen Größen, Dicken und Varianten sein. Kannst du mal den Pinsel schnell ausspülen, weil dann pinsel ich das Zeug mit dem Pinsel drauf. Wo ist denn der Pinsel? Und der ist noch da drin. So. Nummer 2 und so mache ich die jetzt alle komplett fertig. Weil wir müssen ja wieder warten, bis da drüben ein bisschen abgekühlt ist. Tja, Freunde, das wäre der Berg von den Maultaschen, hätte ich jetzt fast gesagt. Frühlingsrollen, die mexikanischen mit Teig. Ja, und hier haben wir noch ein paar mit Reispapier. Das Material ist jetzt alles aufgebraucht. Und
gleich geht es an der Fritteuse weiter. So, meine Lieben, auf 180 Grad habe ich die Fritte eingestellt. Da brauchen wir noch ein Zimmer drin. So, und der Korb, der ist hier. Dann kann man hier schon mal die Frühlingsrollen deponieren, jawohl. Und jetzt schau ich mal. Gleich 160 Grad und das nach gerade mal 6 Minuten. Na, so. Jetzt wird es nämlich langsam auch Zeit, dass die Dinger hier reinkommen. Ich sag dir in allen Größen und Formen und Varianten. Ich bin ja jetzt so gespannt, ob das klappt, auch mit dem Frittieren. Im Anschluss frittieren wir dann die mit Reispapier oder zwischenei, je nachdem wie wir lustig sind. Tja, und in der Zeit ist schon auf 170 Grad angestiegen. 171, 173, 74, 75. 76, wir können sie reintun, definitiv, und hau ruck. Ja, und dann hoffentlich bleiben sie zu. Spatzel, wie lange, was sagst du? Ja, die erste geht auf, Schande. Noch mal auf die Seite drehen können und dann nicht ganz untertauchen. Bloß so ein bisschen, dass das sauber anfrittiert ist. Das, na, ja, die Kämme gestoßen. Die Schweinebacken haben sich wieder ausgerollt. Naja, learning by doing wie immer. Aber so Frühlingsrollen mit Teig gefallen mir jetzt schon viel besser. Ein bisschen Farbe bekommen halt. Aber sieht sehr schön aus. Doch. Naja, fürs erste Mal ja, Teig. Fürs erste Mal. Fürs erste Mal Teigfrühlingsrollen. Kann man auf die stolz sein, ja. Aber ich sehe schon das Problem, was ich gesagt habe. Dass der Korb nicht so weit im Öl drin hängt wie bei anderen Fritteusen. Das hätten sie vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Und ja, ich habe mittlerweile noch das Öl auf Maximum aufgefüllt. Aber ich glaube, die können raus. Meinst du? Ja. Jetzt schon. Nicht, dass sie zu Die haben ja jetzt noch gar keine Farbe. Einen kleinen Augenblick hätte ich noch gesagt. Ja, einen kleinen Augenblick dürfen die schon noch. Mhm.
Und eine Frühlingsrolle muss knusprig sein. Ja, die sieht auf der einen Seite schon sehr gut aus. Die andere Seite will nicht so wirklich, wenn sie sich wieder zurückdreht. Ja gut. Dann erste Runde, erster Versuch. Und die Idioten mit ihren Autos wieder unterwegs. So, sieht doch mal ganz gut aus. Und ich deponiere gleich die nächste Runde da drin. Erst einmal die Unterseite leicht anfrittieren, dass er nicht aufgeht. So, und dann gehen wir rüber und machen mal Probiererle. Sag das bitte nochmal. Nein. Sie hat gerade gesagt, Alter, die sind richtig crunchy. Ja. Ja. Ja, dann wollen wir mal. Ja. So stelle ich mir Frühlingsrollen vor. Schmecken bestimmt noch viel geiler dann oder auch geil mit den richtigen Frühlingsrollenfüllung. Und ja, ich probiere jetzt eine so und dann eine, ja, nur mit Creme Fraiche. So, wollen wir mal ins Maul verbrennen. Mmh. Ja. Mmh. Mmh. Richtig, richtig geil. Geil, geil, geil. Ich muss leider hier gucken schnell. Ja Leute, und ich befürchte, die zweite Ladung wird auch geil. Mmh. Geil. Mmh. Der Salat dazu war auch noch eine gute Idee. Ich gehe jetzt essen. Tja Leute, Fazit. Was soll ich dazu sagen? Diese mexikanischen Frühlingsrollen waren wirklich verdammt lecker. Ja. Ja. Ärgerlich war es mit der Guacamole, aber die Notlösung hat auch gepasst. Fand ich auch, der Salat dazu. Ja. Und das Creme Fraiche dazu einfach. Ja. War lecker, war richtig lecker. Schön knusprig. Ja. Lecker. Ja. Dann die erste Runde mit dem Teig. Hätte vielleicht funktioniert, wenn ich es dünner gemacht hätte und wenn man die Frühlingsrollen dann gleich gemacht hätte. Ist eine Vermutung. Kann ich so jetzt nicht sagen. Auf alle Fälle, die sind gebrochen, muss man nochmal einen Teig machen. Ruckzuck hat super funktioniert nach den ersten zwei oder drei Katastrophen in der Pfanne. Danach flutsch, flutsch, flutsch sind sie ja eine nach der anderen aus der Pfanne gekommen. Von den Teigplatten sozusagen, ging wunderbar. Das nächste Mal, da gibt es dann wieder originale Frühlingsrollen. Da werde ich den Teig dann einmal probieren, bloß mit Mehl, Salz, Wasser oder was die da nehmen. Ja, und dann sehen wir es, wie das funktioniert. Was war noch zu sagen? Scheiß Reispapier. Dieses Mal eine Katastrophe, das letzte Mal hat es ja recht gut funktioniert, aber dieses Mal hat es Puff gemacht und da sind zwei, drei, explodiert in der Fritte. Naja. Keine Ahnung warum. Tja. Tja. Aber die waren dieses Mal nicht so schön. Deswegen habe ich die jetzt auch gar nicht mehr gezeigt. Und jetzt schaut sie ja nicht da hinten ins Eck, da hier. Da stehen sie nämlich. Ja.
Möchtest du noch was dazu sagen? Du hast schon alles gesagt, mein Schatz. Ich habe alles gesagt. War richtig lecker einfach. Ja. Knusprig, lecker. Ja. So. Nicht trocken. War jo. Richtig gut. Ja. Ja, wenn das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo, würde uns freuen. Und in dem Sinne sage ich mal Tschaikowski. Bis zum nächsten Mal.